Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige Ihnen das Video, wie man diesen Klassiker als kleines Instrumentalstück auf der Ukulele spielen kann. Ich beginne mit dem bekannten Intro, spiele bis zu dieser Stelle hier in langsamem Tempo. 3, 4. Dann etwas schneller. 3, 4. Der dreimal gespielt wird. 3, 4. Dann klopfe ich dreimal und jetzt geht es in die Melodie. Ich spiele jetzt die nächsten vier Takte, also von hier weg bis zu dieser Stelle. Langsames Tempo. 3, 4. Gleiche noch einmal etwas schneller. 3, 4. Jetzt kommt eine leichte Variation. Ich spiele jetzt von hier bis zum Ende der Zeile. 3, 4. Jetzt hänge ich alle 8 zusammen. Ich spiele jetzt von dieser Stelle her. Bis zu dieser Stelle, langsames Tempo, 3, 4. Jetzt geht es in den nächsten Teil, ich spiele jetzt wieder 4 Takte, ich spiele den D-Griff Barré, weil der Fünfer dann schöner kommt. Hier habe ich kaum Platz mit meinen Fingern, also ich spiele diesen Teil, diese Art. 3, 4. Auch wieder schneller. 3, 4. Viermal in den A-Teil. 3, 4. Dann geht's weiter, letzte Zeile, C. Jetzt habe ich die ersten 4 Takte gespielt und dann den Rest. 3, 4, C. Und jetzt würde diese 4 kommen. Ich habe aber eine hohe, eine High G-String. Das rächt sich jetzt etwas. Mal kommt jetzt ein tiefer Ton. Ich spiele aber diesen Ton an der Stelle. Und dann geht es wieder ins Intro. Ich spiele jetzt die letzte Zeile. Komplett fertig. 3, 4. Also, wie ich aus der Nummer wieder herauskomme, ein A-Akkord. Ich spiele diesen Teil jetzt 3-4 Mal hintereinander. 3, 4. Und dann kann ich es wiederholen oder hier die Sache beenden. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben.